Moin Leute, willkommen zur ersten Folge von Bowser's AKWs. Ja, heute beginnen wir mit dem Reaktor und stellen ihn auch fertig. Okay, ich rede das gerade live. Ob wir es fertig stellen, weiß ich schon, wie lange die Folge geht, weiß ich auch noch nicht. Aber heute werden wir uns auf jeden Fall dem Reaktor widmen. Genau, das wollte ich schon mal so sagen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Also, ich kann mir jetzt auch nochmal Bilder schnell anschauen am Handy. Wie so ein Reaktor aussieht, also ungefähr so ein System habe ich ja mir schon mal angeschaut. Ich habe hier so ein gutes Bild, wo es schnell und knackig erklärt wird, wie so ein Ding funktioniert. So, also, was will ich nochmal dazu sagen? Das soll jetzt hier nicht das detaillierteste Atomkraftwerk werden, das genauso aussieht wie im echten Leben. Also, dass ihr Bescheid wisst. Falls was nicht so ist wie welchen Leben. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob es euch nicht. Mein Projekt soll einfach nur zum Spaß dienen. Dass man halt im Creative alles machen kann und jetzt nicht zum Realismus. Da schaut ihr euch andere AKWs an. Aber trotzdem schaut euch meins an. Das wird geil. So, wir beginnen hier direkt damit. Ich muss meine Chat clearen. Aber Moment mal, ich muss ihn noch was einstellen. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, nach einer kurzen Unterbrechung bin ich wieder da. Dann werden wir das mal ausfüllen. Aber es hat es auch. Ich muss das Game neu starten zwischendurch. Da hat es auf Deutsch anscheinend gestellt. Ach, egal. Jetzt ist das Game auf Deutsch. Na gut. Geht halt noch einfach. So, das Becken da wird das Wasser dann drin sein. Wo dann die Kühlstäbe oder die Brennstäbe reingefahren werden. So. Class aus Rainbow Six, na Spaß. So. In der Zwischenzeit können wir auch noch über anderes Zeug mal labern gerade. Was so als nächstes kommen wird, also es wird für ein Survival-Projekt kommen. Einmal Minecraft One Block. Das wird kommen, dann gibt es ein Minecraft Survival Projekt, wo wir einfach Minecraft durchzocken. Hatte ich damals in Crashland schon angekündigt. Crashland, wo gestern die neue Folge erschienen ist. Ich nehme das gerade schon einen Tag vorher auf. Ne, vorgestern ist ja die neue Folge erschienen.
Ja, aber gerade auch schon wieder Quatsch. Egal, so. Wir haben ja vorgestern ist ja die neue Folge von Grasland erschienen. Und da habe ich ja mit Timon mal wieder gezeigt, was sich alles verändert hat. Für die denken, dass jetzt nur noch solche Folgen kommen. Nein, es kommen Folgen, weil wir, wo ich dann zocke. So. Frage jetzt, wie macht man das denn jetzt? So. Dann macht man das so und dann wird zum Beispiel die Blitzableiter. Ich will so reingefahren. Aber wenn ich jetzt ganz reinfahren lassen würde, dann könnte man danach hier. Das Wasser nicht mehr so verwertbar. So. Das. Ja, dann ist da kein Wasser mehr. So. Ich denke, wenn wir das jetzt überall hier so hinbauen. Das werden wir dann später noch anders bauen irgendwie. Es kann nicht sein, dass die erste Folge, oder dass die zweite Folge jetzt, das ist ja die zweite. Es kommen Hater wieder und sagen, nee, Zocker, das ist die erste. Nur eine Einserschieden haben. Dann wissen die nicht, dass ich zu allen Projekten immer einen Forward-Part mache. Habe ich da auch bei meinem bisher längsten Projekt Grassland gemacht. Ich plane dann demnächst auch mal wieder Folgen alleine zu machen. Oder einfach ein bisschen surviven und quatschen halt. Wie früher halt. Ich habe auch schon mal überlegt, einen Backup von voll. Wenn ich weiß, in Staffel 2 Folge. In Staffel 1 Folge 15 zu machen. Davon ein Backup reinzuladen und dann nochmal neu anzufangen, wie ich es halt gemacht hätte. Anders aus. Das wäre noch das richtige, wird dann noch das richtige Grassland. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Klar, das ist immer das Grassland zum geilen Projekt geworden, aber ja, wie vermisse ich noch, wo ich schon zu OP war, wo ich noch mit dir hatte und so. Das Ganze noch in der 1.16 war. Das vermisse ich schon wie die Zeiten. So, so viele wir ärgern. Wir machen es wie in Grassland damals. So. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt nicht zu sehr getriggert. So. Dann müssen wir erstmal, dass alles aber halt auch runtergefahren wird. Ich kann nur Englisch ist meine Kultur eigentlich. Repeater. Jetzt. So, ich bin jetzt in der letzte Meister. Dazu sagen. Ah, das ist der Bug, dass es dann dauerhaft ausgefahren ist.
oder man macht's ganz an. Ja, den Bug hatte ich auch schon mal woanders. Die Map gibt es natürlich auch zum Download. Einfach, ihr könnt dann die Mühe, die ich machen musste, könnt ihr einfach innerhalb von Sekunden dann TNT zerstören, theoretisch. Wird dann hier alles gepowert. Das ist schon mal. Moment mal, wenn ich hier das erste mache. Vielleicht ist dann der Bug nochmal da. Okay, also das Kühlungssystem des AKWs steht schon mal. Wenn wir natürlich hier so eine Steinkuppel haben. Also, wie bauen wir das? That's the question. Das reißen wir nochmal ab, das bauen wir später nochmal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier setzen wir den gleich an. Dann 4, dann 3, 3, 2, 1, 2, 3. Nee, das haut nicht hin. Sie waren es jetzt 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 12 Minuten nehmen wir schon auf. Bei Crashland wäre jetzt fast die reguläre Folge zu Ende. Ja, die also Fernsehfolgen, die früher zurückkommen. Dann kommt ja immer noch der nächste Minecraft Survival. Das Projekt kann über 100 Folgen lang werden. Wie ich mal so sagen. Das wird dann auf jeden Fall lang sein. One Block. Keine Ahnung. Wie lang das werden soll. Das wird jetzt mir hier hoch. Wie ich damals auch schon mal erwähnt hatte, ich habe Titanic in Co. gebaut. In Crash, dann habe ich das erwähnt. Ich schaue ja die Folgen im Moment wieder durch. Und da habe ich es das erwähnt, dass ich hier Titanic und so alles gebaut habe. Jetzt hat das Bild hier mit dem Reaktor geschlossen. Ich habe ja gesagt, das ist. Ja, dann brauchen wir diesmal noch das mit den Kühltur mit den Turbinen, was dann endgültig hier zum Strom führt, brauchen wir noch. Vielleicht können wir auch immer mal ein Projekt machen, das heißt Satisfactory. Und eventuell auch mit Timon. Und auch anderen Persönlichkeiten. Ja, oder wenn halt nur mit Timon, aber. Ja, eventuell. Wird ja auch im Pressen wieder was Spaßes mit Ark gesagt, aber. Ark feiere ich gar nicht. Also, sorry, muss ich nur sagen. Ich mag so diese Saurier. Also das Einzige, was ich leiden kann, ist Dinoscapes. Das werden wir, denke ich, auch mal irgendwann streamen. Wir versuchen, einen Rekord zu knacken oder einen Rekord aufzustellen und ihr könnt mir dabei zuschauen, wie ich fail. Ah ja, fail, RP, nee.
Habt ihr eigentlich schon den hier Jim Butter Server von Roblox da abgecheckt? Wenn nicht, dann macht's gerne. Kann ich euch empfehlen, sind total Leute drauf. Die solche RP machen wollen. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt eher hier schon fast so eine zu einem Kühlturm. Denn so, ja, plus dass sie etwas breiter werden. Ich denke, wir werden jetzt eine Schicht so machen, Übergangsschicht, und dann kommt hier vom AK. Dann kommt hier, wo es ja glatt geht. Auch bei der Kuppel, wenn man das so sagen kann. Ich finde das auch mal entspannt, weil ich das auf Deutsch zu zocken. Ich bin zwar da einer der einzigen Dinge, die das macht, aber ich verstehe nicht, was die Leute mal gegen die deutsche Übersetzung haben. So schlimm ist sie ja dann auch wieder nicht. Ja, okay, jetzt wird es nicht mehr so kühlturmartig. Was ich darüber hier gelernt habe, diese Gruppe, das ist halt da. Da dass da hier nichts rauskommt vom Atommüll. Und eventuell werden wir nach dem Atomkraftwerk in dieser Map noch was bauen. Nur eventuell. Am Ende. Nein, war nichts. Ja. Haben wir hier tausende Sachen drin, von Gefängnis, Polizei, Krankenhaus, alles Mögliche. Wenn halt Lust auf ein Projekt hat, dann mache ich es halt. Schon so selten richtig viel Content. Deswegen jetzt wird dann erstmal etwas mehr Content hier vom AKW kommen und diese Survival-Projekte. Und wenn die dann irgendwann mal durch sind, alle. Ja, nebenbei wird ja immer noch Grassland laufen, obwohl da vielleicht auch die ich will den Finale machen, wo ich ins wo ich dann mit Timon den Enderdrache besiege. Er schafft es und ich fliege ins Void. Und werde sozusagen zurückgepillt. So werde ich vielleicht machen. Und ich bin dann wieder alleine auf Grassland, wie in den alten Zeiten. Ich weiß noch, damals Staffel 2, da hieß das dann erstmal, wir gehen in die Mine. Das war nämlich das, was wir in Staffel 1 nie gemacht hatten. Mining Game. Na gut, wir hatten halt ausgesorgt für uns. Der Team nie dazu gekommen, was er dann aus Staffel 2 geworden. Das Projekt wäre auf jeden Fall anders jetzt. Also. Schreibt ihr mal hin, was war eure Lieblingsstaffel 1 oder 2? Weil jetzt natürlich viel mehr passiert, aber egal. Vor allem mit dem Luft, ich ja auch noch Flugzeuge hinbauen. Die dann ums Luft rumfliegen. So, das ist erstmal die Kuppel. Zur Google-Seite soll sich nicht schließen, sonst bin ich sauer. Das ist einfach nur eine Steinkuppel.
Einen anderen Nutzen hat sie auch nicht. Ihr seht, Grafikbugs kann ich auch nichts mehr machen, Optik bei 19. Slash. Effect. Gift. Item sogar. Night Vision. So. Das ist natürlich scheiße. Das sind einfach die Atommüll, der rumschwimmt. Ich will auch nichts ausleuchten, sonderlich. Mai, in echt ist da auch nicht drin. Ist da auch nichts drin. Denke ich mir dann halt immer. Ja, Mai, in echt ist da auch nichts drin. So. Oh, mein Ohr juckt. Scheiße. Und wahrscheinlich auch mal öfters solche Games wie GTA oder halt anders als Minecraft. Also Minecraft ist und wird das Hauptthema meines Kanals bleiben. So viel sage ich schon mal. Weil Minecraft ist ein geiles Game. Ich denke, da wird mir niemand widersprechen. Wenn nicht sogar das geilste Game. Das geht. Wenn euch das Projekt gefällt und ihr mehr sehen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Like und ein Abo da. Das sollte man immer sagen. Wäre ich eventuell auch ein, wenn für SMB wurde geschnitten. Weil da hat jemand einen Anruf bekommen. Es sollte eigentlich niemand wissen, aber egal. Also, Present Exposed, vielleicht gibt es das auch irgendwann mal. Ey. Muss ich Tricks wieder was jetzt immer rumfliegen? Man sieht Fledermäuse irgendwie so selten im Game, die haben halt auch keinen Nutzen, so richtig. Warum sind, also, mal wusste ich gar nicht, dass die überhaupt im Game drin sind. Habe ich voll vergessen, damals mal. So, also jetzt langweiliges Thema zu Ende. Dann würde ich sagen, ja, es ist halt eine gefährliche Hütte. Das wollte ich eh sagen, aber darum kommt jetzt ein Goldblock. Sozusagen hier, der nochmal Strahlung abwendet. Das sendet am Ende alles verstrahlt ist. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum die meisten Atomkraft haben, aber wie gesagt, nicht alle. Ursprünglich sollte es auch mit der Create-Mod und alles möglichen sein. Ich hatte da richtiges Modpack, auch mit so richtigen Atomkraft-Mods, aber ich kann auch sagen, warum das nicht der Fall jetzt war. Weil hätte ich das so gemacht, wir haben jetzt mal ein anderes Bild. Ja, genau, dieser Dampf geht dann weiter in. Was soll ich gerade sagen? Das heißt, ich kann den Faden verloren. Aber was soll ich, was habe ich denn gerade gelabert? Ich denke, manche werden es auch, weil hier da wäre ich ja primär, natürlich zeigen, wie ich es baue, natürlich auch. Aber ja, es ist eher ein primäre Lava-Videos. Manche werden sich das, denke ich, auch hier sagen, ja, komisch. Ich wollte schon immer vom Zucker 2321 einen Podcast haben. Das kann ich mir nicht mehr anhören, weil darüber labert er eh über andere Themen.
Und ich wollte auch nochmal sagen, ja, ich finde eigentlich traurig, was passiert ist, nämlich Technoblade ist gestorben, für die, die es noch nicht wussten. Der ist am Freitag gestorben, ich finde es schade. Aber ich will jetzt ja auch nicht seinen Tod für irgendwas ausnutzen. Ist ja unmoralisch. Auf jeden Fall so. Kommt erstmal die Pipe zum Hauptgebäude. Okay, das geht schon mal. Hier wird dann die erste Pipe rauskommen. Die wird dann hier ins Hauptgebäude leiten. Was wir dann bald bauen werden. Am Ende wäre es sogar heute noch fertig mit dem ganzen AKW. Wäre zutraubar. Oder ich denke, morgen wäre ich fertig. Ich will es wieder jetzt nur 1000 Aufnahmen daraus machen. Ich will es schnell zu Ende bringen und ich will, dass es geil ist. Es wird zwar niemals das Realistischste, aber das Geilste. Finde ich. So, und jetzt kommen dann die Pipes, wo die Luft rauskommt. Die in die Kühltürme, die wir in die nächste Folge bauen werden, leiten. Ich glaube, ich werde diesen Spannungs... Keine Ahnung, ob es weiß. Ich bin jetzt auch kein Experte im Gebiet, aber den Spannungswandler, den baue ich jetzt gleich hier rein. Oder dann einfach ein... So, das öffnen. Wie kommt denn der Dampf raus? Lange Videos sind halt bei mir manchmal kritisch, weil manchmal fallen mir dann keine Themen mehr zum Labern ein. Ich könnte aber jetzt auch einen riesen Zeitraffer machen. Könnte ich machen. Also dann ein 2-Stunden-Video anstatt 4 2-Stunden-Videos. Dann nehmen wir hier schon eine halbe Stunde erst. So, und dann kommt noch der Spannungswandler, wo dann
auf die Systeme angeht. Also ich hab sowas mir noch nie angeschaut. So. Immer so blinken. Das ist so, ja. Wenn es blinkt, dann ist es an. Wenn es nicht blinkt, dann ist es nicht an. Spende. Also. Beobachter gerne dafür nehmen. Also ein bisschen hat man auch noch gesagt haben. Oh, dann war das voll falscher Anschluss. Bin da mal so dieser Anschluss da. Das wird hier, wo hier vom Atomkraftwerk das rangeht, denn hier sollte dann die Steckdose sein. Was ich gerade sagen würde, es soll natürlich kein realistischer Nachbau eines AKWs werden. Das ist natürlich schon klar. So. Ich kann hier schon was Rinde bauen. Für den Spannungswandler. Hier läuft dann natürlich eine Pipe rein. Hier irgendwie mit verbunden ist. So. Hier ist dann natürlich die große Eisenwand. Dass auch hier nichts rauskommt. Und im Spannungswandler bleibt. So. Und ja, damit wären wir gleich schon fertig, aber ja, wir wollen ja machen, dass es leuchtet, wenn es an ist. Wenn wir den wir haben sehr viele Blöcke noch unten. So, das ist der Blinken. Und dann werden wir dann auch im Survival-Projekt nach unten bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Das ist ein Projekt. Das hat schon niemandem erzählt. Von einem Projekt, was gecancelt wurde. Weil ich mein PC resetten musste. Da ganz auf den, auf der Welt des RP-Servers zum Surviven in der RP-Server-Welt wollte ich ein Projekt machen, so ein Survival-Projekt. Das habe ich gecancelt. Okay, das darf ich nicht schaffen. So. Das habe ich, was ich gerade sagen würde, das habe ich gecountet, weil, warum? Nee. Weil ich die Aufnahme, weil ich mit die suchen musste und dann die Aufnahme eh weg waren. Das sollte dann eigentlich für Mitglieder sein, aber da ich Funktion nicht frei habe, dass ich für Mitglieder Videos machen kann, wurde daraus auch nichts.
Fenster machen, bis es zählt. Redstone ist nix, ist nicht einfach. Dann machen wir es nicht so. Das leuchtet jetzt hier immer. Time set night. Das leuchtet es, wenn es verbunden ist. Und ab hier geht es eigentlich schon weiter zum nächsten Strommast. Die geht dann zum nächsten Stromleitung weiter. Scheiße, da kommt es auch eine. Übrigens, für die, die sich fragen, wo die Videos zum German Border RP kommen, von dem Discord, den ich hier rein habe, da müsst ihr den German Border RP Kanal besuchen. Da wird dann von der Streamer verschiedene Personen ab und zu. Ja. So viel kann man dazu sagen. Kann natürlich schon erklären, wie ihr auf German Border RP joinen könnt. Ach und so was. So, der Pfeiler ist ja fertig. Ja, und mit dem Ergebnis könnte man. Das könnte man sich blicken lassen. Leute. Natürlich, das erzeugt jetzt so viel Dampf. Und den müssen wir natürlich irgendwie abwenden können. Und das, meine lieben Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Ciao.